Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in The Wolfin unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns hier im Patch 11.0 erspielen können. Und zwar befinden wir uns einmal in Tanares auf den Koordinaten 62, 50. Und dort haben wir ein paar Händler und einer von denen wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Und das ist Boba Dormu. Das ist ein kleiner Gnom, der wahrscheinlich ein Drache ist, wenn er Dormu hinten raus heißt. Und so wie ich vermute, ist das der Händler für Classic Timewalker. Aktuell zum Geburtstagsevent können wir ja klassisch Timewalker spielen. Und hier gibt es ein paar neue Belohnungen, die wir uns einheimsen können. Jegliche Sachen, die wir benötigen vom dem Händler, können wir über die zeitversetzten Abzeichen holen. Und ja, da ist unter anderem ein Mount dabei. Das wir uns gleich näher anschauen. Dann haben wir Pets, Toys, beziehungsweise, wir haben nur ein Toy. Und dann jede Menge T-Mog, beziehungsweise auch Gear-Items. Zusätzlich haben wir noch Upgrade-Items für die Erbstücke und ein paar Ruf-Tokens, wo es vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant werden könnte. Ich würde sagen, wir fangen mal an, schauen uns das Zeug an. Und als allererstes, das, was uns am meisten interessiert, was hier 5000 Marken kostet, da haben wir Zügel des Fransenfeder-Hypogreifen. Und den kaufen wir uns mal als erstes und schauen uns den mal ein bisschen näher an. Also, da haben wir den. Und dann suchen wir uns den gleich mal raus. Fransenfeder-Hypogreifen. Okay, also der hat hier schon mal nur ein altes Model, seht ihr das? Also, ich kann verstehen, warum Blizzard das gemacht hat. Das ist quasi das wirklich ganz uralte Classic-Model. Passt natürlich zum Classic-Timewalker mit einer neuen Farbvariante. Ich muss sagen, ich bin von diesen ganz alten Models immer kein Fan, weil die so übelst verpixelt aussehen. Aber für einen Timewalker-Mount, ich verstehe den Grundgedanken, warum Blizzard es macht und da kein HD-neues Model gemacht hat. Ja, ich sag's euch so, das Mount hole ich jetzt einmal hier raus, um es anzugucken fürs Video und dann wird es in der Mountbox verschwinden. Also sonderlich schön finde ich es ehrlich gesagt nicht, aber es ist halt ein Gaul mehr. Gut, hat 5000 Marken gekostet. Die Marken könnt ihr über alle möglichen Aktivitäten erspielen. Unter anderem könnt ihr die über Timewalker bekommen. Und zwar ist es so, dass... Moment, das machen wir hier mal kurz die Dialoge aus, sonst quatscht ihr mal rein. Die beste Möglichkeit, die Timewalker-Marken zu spielen, ist, in jedem Timewalker-Event quasi einen Dungeon abzuschließen. Und am Ende gibt es ja eine Quest, die ihr dann abgeben könnt mit 500 Marken. Ich habe zwar gelesen, dass die jetzt reduziert wird, also mit jedem weiteren Twink kriegt ihr ein bisschen weniger. Aber es gibt auch sehr viele Aktivitäten hier auf dem Geburtstagsplatz, wo ihr ebenfalls Timewalker-Marken kriegen könnt. Und dementsprechend sollte das ein oder andere gehen. Was natürlich auch praktisch ist, seit der Wolfin könnt ihr diese Marken hier überweisen. Und ihr seht, ich habe 400k, ich habe mir die mit allen möglichen Chars zusammengeschickt. Also da geht auf jeden Fall schon mal einiges. Genau, also das war jetzt das Erste, was wir uns holen wollten. Dann gibt es noch zwei Pets, die kosten einmal 2200 und das andere auch 2500. Die können wir uns mal angucken. Also das ist einmal ein Eber. Schroffi ist das. Und dann haben wir Misty, das ist ein Gorilla. Die haben aber tatsächlich beide neue Models. Und die sehen tatsächlich auch relativ cool aus. Die holen wir uns jetzt auch. Übrigens, wenn ihr euch alles holen wollt bei dem Händler, dann legt ihr so roundabout 5000 Marken. Ne? Dann gibt es noch ein Toy. Das gucken wir uns dann extra in einem Toy-Guide-Video an. Ich glaube, das trennen wir jetzt hier ein bisschen. Und dann schauen wir uns jetzt noch die T-Mog-Sachen an. Also es gibt hier Items, die rein kosmetischer Natur sind. Ihr seht unten auch immer ein bisschen die Vorschau. Also wir haben hier einmal ein Schwert, das recht cool aussieht von der Textur her auch. Dann haben wir hier eine Sichel. Ist eigentlich auch, oder wir können sie auch ein bisschen größer, glaube ich, anzeigen lassen. Ich glaube, so ist besser. Ne, die kostet auch 2500. Dann haben wir einen Stab, kostet ebenfalls 2500. Dann haben wir hier noch einen Stab. Dann haben wir ein Schild. Dann haben wir ein Schwert dazu. Als nächstes haben wir... Warte mal, sieht die gleich aus? Sag's euch ehrlich, ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden Sicheln. Also wirklich gar keinen Unterschied. Das ist ein und dasselbe Item, aber gut. Es ist eine weitere T-Mog-ID. Dann haben wir noch einen Stab, das sieht so ein bisschen Druid-mäßig aus, also zumindest die 0.15 Druids, nicht so einer wie ich, der komplett schwarzes Gear hat. Dann haben wir
ein Schild. Was mir dazu einfällt, ich habe gehört, dass einige dieser Temox-Sachen anscheinend aus Season of Discovery oder irgendeiner von diesen anderen Classic Seasons sein soll. Ich habe die alle nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Das habe ich zumindest gehört. Also ich vermute, dass Blizzard hier die Sachen tatsächlich recycelt. Genau, das waren jetzt die normalen Temox-Items. Die können wir jetzt auch alle einmal lernen. Und die sind ziemlich teuer, habt ihr gesehen. 2500 kosten die Dinger. Bei der Sichel bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da sind zwei, die komplett gleich aussehen, aber eine eigene ID haben. Also, wenn ihr ein ID-Sammler seid, so wie ich, dann ist das vielleicht interessant für euch. Wenn ihr kein ID-Sammler seid, dann würde ich euch empfehlen, nur eine von beiden zu kaufen. Und jetzt haben wir auch einen Haufen neues T-Mog, dass ihr einfach für Gear-Items holen könnt. Ich habe mir schon ein paar Sachen vorher geholt, um meinen Data for Azeroth-Score ein bisschen hochzuballern. Und den Rest, den können wir uns auch noch holen. Die sind relativ günstig. Also das könnt ihr auch mit Twinks einfach kaufen und dann halt auch anziehen, denn es sind 541er Item-Level. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, Blizzard hat da das Item-Level zu low gemacht. Du kriegst über World Quest 570er Gear. Wer zieht mit Max-Level Char 541 an? Das macht gar keinen Sinn. Also da müssen sie das Item-Level Minimum auf 560 aufwärts heben, sonst ist das halt tatsächlich für den Katz. Die holen wir uns jetzt mal alle, dass wir da das T-Mog einmal haben. Die muss ich dann zum Teil anlegen, beziehungsweise nur wegschmeißen, aber das machen wir dann nachher. Und ja, was jetzt vielleicht noch interessant ist für Leute, die ein bisschen was noch am Sammeln sind, vor allem an Ruffraktionen. Ihr könnt hier für die Classic-Ruffraktionen für 50 zeitversetzte Abzeichen euch die Ruftokens holen. Thorium-Bruderschaft ist eine relativ basic Sache. Die werden die meisten schon oben haben, die kann man einfach ganz normal hochziehen. Was interessant ist, es gibt hier einen Abzeichen für Stamm der Zandalari. Das ist die Ruffraktion, die ihr damals in Zul'Gurub bekommen habt. Also hier in Stranglestone, Zul'Gurub. Und Zul'Gurub wurde ja revamped mit Kataklysm. Da ist die Ruffraktion rausgeflogen, weil man die Abzeichen vom alten Zul'Gurub nicht mehr bekommen hat. Und dementsprechend könnt ihr jetzt eine removed Fraktion quasi darüber hochballern. Also das ist, denke ich mal, nicht schlecht. Ich persönlich habe die von Classic damals schon oben mit ein paar anderen Fraktionen, weil ich da auch gespielt hatte. So wie ich das mitbekommen habe, waren ursprünglich diese ganzen removeden Fraktionen auch bei dem Händler mit dabei. Die haben sie aber anscheinend zum Teil rausgenommen. Zum Beispiel Shendralla ist ja auch eine Fraktion, wo du nicht mehr hinkommst, ne? Und die soll da, glaube ich, nicht mehr dabei sein. Also jetzt gucken wir mal nochmal kurz durch. Erkenntnisdämmerung ist eine Fraktion, die drin ist. Holzstumpfeste auch, Hydraxianer auch und Wintersäbelausbilder. Wobei Wintersäbelausbilder ist wieder big, weil da musst du doch ewig die Dailies machen, ne? Also da kannst du ja wahrscheinlich auch einige sparen. Und dann Nostormu. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich vermute mal, es gibt ja diesen Raptor auf der Hordenseite. Vielleicht ist dann dementsprechend auch der Ruf für den Raptor hier drin, ne? Wenn du mit dem Hordenschar dran bist. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls dem der Fall ist. Und dann, was es halt noch gibt, sind halt diese Upgrade-Teile für die Erbstücke, ne? Die ihr aber theoretisch auch über Gold kaufen könnt. Ja, gut, dann sind wir tatsächlich durch. Das Mount hatte ich euch ja gezeigt. Wie gesagt, großartig beeindruckt bin ich nicht. Wir können uns noch das Mount-Special anschauen. Sorry, das habe ich vergessen zu zeigen. Und dann sind wir tatsächlich durch mit dem ganzen Zeug, was es von dem Händler gibt. Also, Mount-Special ist bei dem Hypogreifen jetzt nichts Besonderes. Die Rüstung ist ganz cool, die vorne dran ist. Aber sonst ist es halt, ne? Wie gesagt, Low-Texturen bin ich immer nicht ganz so der Fan von. Juti, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es bei euch aussieht. Habt ihr vielleicht den krassesten Hack, Timewalker-Marken zu farmen? Ich bin da, muss ich gestehen, aktuell ein bisschen lazy. Ich habe ja, wie ihr gesehen habt, noch 400.000 über. Also ich farm die aktuell nicht. Deswegen habe ich mir da nichts Großartiges angeguckt. Bin da überversorgt. Aber vielleicht ist der ein oder andere von euch ja dabei, der einen guten Weg gefunden hat, die Effizienz zu farmen. Schreibt das vielleicht gerne in die Kommentare, helft den anderen Leuten und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.